Grüße, Leute, was geht? Ich bin Kelvin. Ich bin's Marvin. Und heute machen wir den fettesten Taki der Welt mit allen Taki-Sorten, einen XXL-Taki. Yes, wir mixen alle zusammen in diesen Beutel hier rein. Oh yes. Dann von dem Beutel geht's in die Schüssel rein. Dort wird das vermengt mit so einer Klebepaste, die das irgendwie zusammenhält. Und dann schütten wir es aufs Backblech, dann kommt das in den Ofen und machen einen riesen Taki draus. Mal gucken, wie bunt der aussieht und wie der schmeckt, Leute. Ja, Mann, ich bin sehr gespannt. Leute, wenn wir das mit was anderem machen sollen, wie viele Likes brauchen wir dafür? Leute, bei 10.000 Likes kommt dann ein Teil mit was anderem, was wir zusammen mixen und fusionieren. Schreibt doch gerne, was ihr davon sehen wollt. Schreibt in die Kommis, was sollen wir als nächstes zusammen mixen in eins? Ein riesen Chip oder ein riesen Pringles oder sonst was? Was? Sehr kreativ, schreibt in die Kommis, Leute, dann machen wir das. Safe, Mann. Yes, sir. Und wir haben alle Taki-Sorten am Start. Wir müssen sagen, wir sind nicht die Taki-Fans. Die einzige Sorte, die uns wirklich gefallen hat, Guacamole? Guacamole. Und noch eine ging so. Noch eine. Aber Käse war auch okay. Ist ja nicht unser Geschmack dabei, Leute. Sonst Takis ist leider nichts für uns. Aber mal gucken, vielleicht schmeckt der große Taki ja wild. Ja, das könnte interessant werden. Das könnte sein. Das machen wir jetzt. Ja, Mann, okay. Müllbeutel am Start. Ja. Den einmal aufmachen. Hier kommen jetzt alle Sorten erstmal rein, um die zu bröseln, damit die alle sich vermischen. Genau. Wie viel sollen wir von allen nehmen? Einmal in der Hand. Oder auch Park oder ganze Packung. Ganze Packung? Leute, wir wollen es wissen, oder? Wir machen alles rein. Komm. Keine halben Sachen. Alles. Wir müssen ja hier irgendwie verwerten. Genau. Rein damit. Okay, das ist Sorte Volcano. Volcano. Bam. Rein damit. Leute, schreibt doch mal eure Lieblingssorte von Taki in die Kommentare. Genau, ja, Mann. Würde uns extrem interessieren. So, Fuego. Fuego. Let's go. Oder unsere persönliche Horrorsorte ist Zombie und noch irgendeine. Genau, schreibt doch die Katrin. Katrin auch. Ist auch unsere Hasssorte. Ja, ja. Und Nitro ist auch eklig. Und noch eure Hasssorte bitte in die schreibt Kommentare. Schreibt eure Lieblings- und eure Hasssorte in die Das ist lustig, Leute. Das wird ja, Mann. Würde uns echt interessieren. Ich könnte nicht die Einzige sein, die das nicht geil findet. Ich schwöre. Also, Katrin, hier rein damit. Rein mit dir. Rein mit der Katrin. So, dann haben wir Dragon Sweet Chili. Eine. Let's go. Auch eine penetrante Sorte. Ja, sehr penetrant. Dann Extra Hot, was nicht mal hot ist, ganz komisch. Ja. Blue Head ist einfach schärfer. Ja, Mann. Dann, mal gucken, auch, ob der Chip blau wird oder so. Ja, aber welche Farbe setzt sich durch, ne? Ja, Mann, weil blau ist schon sehr dominant. Ja. Okay. Wunderbar. Nitro, Blue Heat. Let's go. Blau sind auch die gehypsten, Takis eigentlich. Ja, sind echt. Dann Guacamole, unsere Lieblingssorte. Oh ja, die ist lecker. Bisschen grün dazu, okay, okay. Dann haben wir Intense Nacho. Bam. Rein damit. Rein damit. Okay, sieht schon mal sehr bunt aus. Leute, Hasssorte. Hasssorte, was ist das? Zombies. Zombies, boah. Die sind auch dunkelgrün. Leute, hier seht ihr, wie die aussehen. Die hassen wir, Leute. Rein damit. Bam. Ich filme gleich nochmal von hier Genau, genau. So crazy auch schon. Nitro. Rein damit. Boah, die sind dunkelrot. Also sieht schon wild aus hier drin. Echt interessant. Welche Farbe setzt sich durch, ne? Crunchy Fajitas, Leute. Miese Experiment hier. Let's go. Okay, Moment. Ich hole die Kamera. Oh yes. Bevor wir es mal bröseln. Leute, guckt euch das an. Leute. So sieht das aus, das sieht schon sehr. Und die blaue ist hier noch drunter. Ja, man, die sieht man nicht mehr. Das kommt immer hervor, wenn ihr seht. Oh, Alter. Shit. Und Leute, ich bin gespannt, welche Sorte. Guck mal, wir haben grün, blau, gelb, dunkelrot, orange. Alles. Was setzt sich durch, Mann? Genau. Genau, hau das drauf. Wir müssen das jetzt klein kriegen. Bam! Bis das ganz klein ist alles. Warte, lass mal liegen. Reggie, haben Sie eine Idee? Okay, wir holen kurz einen Mixer. Ja, Mann, Leute. Und dann, die sind ein bisschen hartnäckig. Noch komplexer, dass wir in die Mischung die alle in Mixer, Leute. Das alle in Mixer. Let's go. Let's go. Auf jeden Fall so, dass wir alle erwischen, falls sie nicht alle reinpacken. Wird der Kuchen doch mal ein bisschen was kleiner. Aber jede Sorte sieht auf jeden Fall bunt aus, sieht wild aus. Sehr bunt aus. Nice. Dann mal blau, grün. Ganze Wundertüte hier. Rein damit. Nice. Sie müssen eigentlich alle drin sein, oder? Ja, safe. Okay. Leute, das Ganze. Spannend. Mal gucken, ob die sich jetzt viel mixen lassen. Ja, Mann. Okay. Na dann. So, Deckel drauf. Deckel kommt drauf. Und? Ein bisschen Wasser rein. Leute, Wasser. Harte Experiment hier. Harte Experiment. Rein da. Wie verhalten die Masse guten muss. Rein in die Masse! Was ist das denn? Deine Face-Spritze?
bisschen Wasser? Ja. Oh ja, wir haben auch schon eine gute Masse. Ja, gute Masse, gute langsam. Masse. So, sehr bunt noch. Jetzt mal alles um, ein bisschen Wasser reinkippen. Genau. Die ziehen echt gut Wasser hier. Ja, Mann. Jetzt nur gut vermengen und dann habe ich das Ganze, ne? Ja, ja. Okay, so, gut, gut sind. Sehr bunt. Ja, Mann, eine bunte wilde Masse. Guck mal, welcher Geschmack sich durchsetzt, ne? Ja. Okay. Das ist der Teig, ne? Leute, wir haben okay. Unseren Teig. Ah, jetzt müssen wir noch das eine dazu mengen, damit es auch schön aufbackt. Genau, es kommt so die Wunderpaste noch da rein. Hier ist so eine Eiweißmasse. Die geben wir dazu einfach, ne? Ja. Einfach dazu und dann... So sieht's aus. Dann nochmal mixen das Ganze. So, die Kleisterpaste hier drauf. So schön zusammen hält alles, ne? Mhm. So, nochmal einmal vermengen hier mit allem. Die ganzen Masse. So. Okay, Leute. Die Masse ist am der Start. Der Teig ist fertig. Sieht halt braun aus einfach. Ja, das ist jetzt direkt aus Backblech. Ah ja, wirklich, genau. Wir reichen das auf. Lego, Lego, Lego. Okay. So, die Masse kommt jetzt raus. Okay. Auf damit. So. Unser Geheimrezept, Freunde. Ja, Mann. Streng limitiert. Streng limitiert. Alle Takis miteinander. In ein Riesentaki. Jetzt vom Geruch geht sogar. Ja, also wirklich. Und mittendrin hat es ein bisschen gestunken. Aber jetzt im Ganzen aus wie so ein Hackfleisch. Ein Hackfleisch passt, ne? Ja. Eine Paste, ey. Aber die machen Nacho draus. Ist eigentlich so eine Form wie ein Nacho, ne? Kein Nacho, ey. Riesen Nacho. Okay, das müsste reichen auf jeden Fall. So, das kommt jetzt in den Ofen. Rein damit. Und wir melden uns, wenn der Bruder aufgebacken ist. Ja, Mann. Und dann wird verkostet. Bis gleich. So, wir schauen mal rein, wie es aussieht. Der Wahrheit. Wir sind jetzt schon 15 Minuten am Warten. Der sieht gut aus. Guckt euch diese Masse an. Leute. Leute, die pure Wahrheit. Der Riesentag. Auf dem Blech. Fetter Taki. Vom Start. Wie schmeckt der? Hol ihn raus, Bro. Alter, wir holen ihn raus, Mann. Bin sehr gespannt. Okay, muss noch ein bisschen abkühlen, der Bruder. Genau, tun das jetzt auf den Tisch. Ja, Mann. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Go. Auf. So, wir lassen abkühlen und dann probieren wir den, Bruder. Boah, riecht irgendwie krass. Riecht krass eigentlich. Ist wirklich so. Riecht gut. Boah, richtig salzig. Ja. Yeah. Krass, Leute. Ob das eine Delikatesse wird, werden wir sehen. Und noch schöne Grüße an Real. Bam! Und du hast die Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr auch mal zu Grüße wollt, gebt ihr wieder einen Daumen hoch, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Und schreibt einen Kommentar mit Hashtag aktiv und Tschüss, wenn ihr like zu werden und Grüße werden. Peace! Okay. Leute, und Rocky ist natürlich auch am Start, den wollen wir euch nicht vorenthalten. Rocky kriegt auch eine Portion. Rocky kriegt auch eine Portion? Nein, der kriegt hier was Leckeres. Haha. Komm her, Rocky. Komm her. Willkommen. Ein Snack. Willkommen. Ein Snack, Junge. Köstlich. Jawohl, da haust du rein, ne? Leute, 33 Kilo wiegt der, oder? Wie wiegt er? Kaufgewicht. So, wir essen Rocky jetzt. Lecker. Leute, hier ist er. In alter Frische. Upsa. Lass ihn seinen Snack genießen. Sorry, wollte ich nicht beim Essen stören. So. Leute, riesen Taki. Rocky am gucken. Rocky macht Auge. Welches heiß? Nein, nichts für dich. Nein, nichts für dich. So. Heiß und fettig. Ist nichts für dich, Bro. Heiß, fettig und salzig. Nichts für dich, Bro. Okay. Okay. So, jeder nimmt eine Gabel, Bro. Die Stunde der Wahrheit, Mann. Ich bin echt. Wir probieren. Oh mein Gott, Mann. Okay, Bro. Okay. Warte. Also. Okay, hier ist auch krass durch. Oh. Ist härter, doch, sieht weich aus, aber ist. Aber ist eine Kekskonsistenz hier. Ist der hart. Also so ein echter Chip, ja. Ne? Okay, warum nimmst du so? Boah, ich weiß nicht. So von der Mitte einfach. Leute, jeder ein Stück aus der Mitte. Jeder fette die Mitte. Boah, und das dampft noch richtig. Boah, wie das aussieht. Leute. Boah, da riecht am Dampfen, ne? Ein Reason Talk hier. Hier in der Mitte ist alles safe, pusten, ne? Sonst wird unser Gaumen noch für ein paar Wochen verbrannt sein. Ja, Mann. Wer kennt das, wenn Zunge verbrannt ist, eine Woche lang. Da denkt man nicht so, hätte ich nicht reingewiesen. Oh mein Gott. Es riecht ganz okay, es riecht ganz okay. Mein Freund. Riecht echt lecker eigentlich. Guck mal, der sieht schon, das sieht aus wie Hackfleisch, ja, hier, ne? Die Rocky ist kurz. Rocky, das danach alles aufessen. Danach kannst du auf Masse gehen. Okay. Bist du ready, Alter? Bist du ready?
Oh mein Gott, ich bin aufgeregt, ne? Okay, komm. Sicherstellen, dass man sich die Schnauze verbrennt? Okay, ja, komm, komm. 3, 2, 1, go. Schmeckt wie Brot. Ganz viele Geschmäcker kommen gerade zusammen, boah. Boah, jetzt kommt das Gewürz raus. Jetzt auch ein bisschen scharf. Boah, sehr salzig. Boah. Wie ein scharfes Tagi-Brot. Ja, es ist scharf, es ist scharf. Boah, ja. Alter, hier kommt die Schärfe her. Scharfes Tagi-Brot. Leute, wir haben Brot. Tagi-Brot. Fazit. Sag vom Geschmack. Es ist übertrieben salzig. Es ist nicht eklig. Es ist durch die ganzen Gewürze. Ja. So, also, es ist nicht eklig. Obwohl Zombie und so drin ist, es ist genau. Nicht eklig. Durch die Kombi ist es besser geworden. Sagen wir mal 10 ist das Beste, 1 ist das Schlechteste. Ich gebe mal eine 6, weil ich überrascht bin. Oh, so gut? Ist ein bisschen sehr gut, ne? Rocky. Aber weil die Konsistenz so interessant ist, so wirklich. Ich gebe eine... Ich habe jetzt echt gedacht, das wird nur so ein Haufen. Ich gebe eine 4, so. Man könnte es essen, aber es ist halt zu würzig, genau. Genau. Es ist ein bisschen scharf und schmeckt nach Taki so, aber es nicht diese ekligen Takis. So eine andere Konsistenz, ne? Standard-Taki so. Genau. Ist okay, ist okay. Es ist deutlich besser als die... Also die guten Takis haben sich durchgesetzt. Ja, war sehr überraschend. Ich habe gedacht, diese ekligen, weil die so penetrant waren, setzen sich komplett durch. Aber es ist gut abgemischt. Krass, dass es scharf ist sogar. Ja, Mann, Leute. Ja, Mann, Leute, Daumen hoch. Wie gesagt, 10.000 Likes für mehr Experimente. Ja, Mann. Macht 10.000 die Likes vor, Leute. Wir streamen jeden Abend live auf YouTube Brownies. Yes. Gaming, 6-mal die Woche. Rocky ist auch gehypt. Boah, Rocky hat abgeleckt. Ist zu salzig für dich. Was sagst du, Rocky? Lecker, ne? Okay, okay. Leute, 6-mal sind wir live auf YouTube Brownies. Yes. Unser Gaming-Kanal. Jeden Abend außer Samstag könnt ihr euch merken. Okay, Rocky mag es zu sehr. Rocky mag es zu sehr. Wir müssen es jetzt wegschieben. Rocky aus. Oder Hundedelikatesse. Er mag's. Er liebt es. 10 von 10 gibt Rocky. Rocky gibt 10 von 10. Ja, Mann, Leute. Jeden Tag kommt auch ein Video auf YouTube Brownies online. Unser Gaming-Kanal, wenn ihr euch für Gaming interessiert, checkt den ab. Checkt das unbedingt ab. Checkt noch gerne unser Merch ab. Link in der Beschreibung. Verlinkt uns auch gerne auf Instagram drauf, wenn ihr den tragt. Yes, sir. Ansonsten würde ich sagen, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um kein Video zu verpassen. Bis zum nächsten Video. Peace!